Hallo und herzlich willkommen zum R3, zum Remote Chaos Experience. Wir sind jetzt natürlich auf der R3S-Bühne, also der Remote Rhein-Ruhr-Stage. Doverne-Gewohnheit. Und heute haben wir zu Gast Freifunk München, die uns ein bisschen was über die Infrastruktur erzählen werden. Und als Vertreter davon AWLNX, der Peter und der Knuspel. Bevor wir Krombel, Entschuldigung, ich habe falsch gelesen. Bevor ich allerdings loslege und wir uns den Talk anschauen dürfen, noch ein paar Sachen im Vornherein. Als erstes, dieser Talk wird leider nicht ins Englische übersetzt. Unfortunately, this talk will not be translated in English. You can contact the last slide, and you may speak with the speakers there. So, das schon mal weggeräumt. Und wenn ihr Fragen an die Speakerinnen habt, einfach bei Twitter oder Mastodon den Hashtag RC3R3S, also zusammen RC3R3S. Oder im IRC eures geringsten Misstrauens im Hackint unter RC3-R3S. Sollte dieser Stream nicht funktionieren, wir haben auch Backup-Streams auf Twitch und auf YouTube. Die findet ihr einfach nach Remote Rhein-Ruhr-Stage suchen und dort auf den entsprechenden Link klicken. Ich glaube, Freifunk München hat das auch vertwittert. Freifunk München, was Freifunk ist, glaube ich, brauche ich niemandem erzählen, aber was Freifunk München dieses Jahr gemacht hat, war sehr besonders. Sie sind einer der Vereine, die vorne rausgetreten sind und der Allgemeinheit etwas zur Verfügung gestellt haben, was viele Schulbehörden und Institutionen nicht konnten, nämlich eine Webplattform, mit der man Videokonferenzen machen konnte, im Browser und datensparsam. Und sie haben in ihrer Infrastruktur, das dürfte jetzt die Freifunk-Cracks eher interessieren, WireGuard ausgerollt. Da muss man aufpassen, nicht WireGuard zu sagen. Dazu werden sie auch ein bisschen was erzählen. Ich bin sehr gespannt Bühne frei für Freifunk München. Okay, vielen Dank, Madonius, für die freundliche Einführung. Ja, ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns mal eine gute Stunde, glaube ich, mit allem drum und dran damit zu befassen, was wir gemacht haben die letzten Jahre. Das letzte Jahr, das war eine ganze Menge. Vielleicht vorweg, mit wem habt ihr es heute zu tun? Mit dabei heute die Annika und der Krombel oder Matthias. Ich würde sagen, unsere Neuzugänge in Anführungsstrichen sind noch gar nicht so lange bei Freifunk München involviert, aber haben extrem viel beigetragen zu diesen neuen Plattformen und mit aufgebaut. Ich bin schon ein bisschen länger dabei. In jeder Beziehung würde ich sagen, etwas länger dabei. Ich mache Freifunk jetzt seit 5 Jahren und kann euch ein bisschen was erzählen, wie wir es dann halt auch in der Community hier lokal in München nutzen. Manuel hat schon richtig gesagt, wir sind ganz normal eine recht große Freifunk-Community, machen das seit 2004, haben auch einen Verein seit 2014, Freie Netze München e.V., kommen aber nachher nochmal drauf zu sprechen. Wir registrieren keine Knoten, wir lassen die Community selbst sich registrieren, lernen wir gleich auch noch ein bisschen was dazu, haben eigentlich drei Themenschwerpunkte, die wir heute auch in dem Talk mit andeuten wollen oder eben erklären wollen. Das ist einmal ganz klassisch unser Freifunk Services für Wi-Fi. Wir haben die Freifunk Meet-Plattform, die ich glaube viele von euch schon gehört haben und da hat sich auch sehr viel getan. Und wir machen noch einen DNS, den wir anbieten und das gucken wir uns mal an. Und richtig losgegangen ist es dieses Jahr durch das ganze Thema Freifunk Meet. Da gab es einfach sehr schnell akuten Bedarf und Annika und Krombel haben sich da voll reingekniet. Und ja, da gebe ich mal jetzt weiter an den Krombel, dass er uns mal ein bisschen erzählt, wo wir da stehen, was wir gemacht haben. Ups, das ging zu schnell. Ah, nee. Passt, alles klar, ich gebe mal an dich weiter. Ist okay. Also FFmeet ist das, was wir, wie wir es nennen, dahinter steckt einfach eine Jitsi-Plattform, die
wir aufgezogen haben, angefangen hat es zu Beginn von Corona, wo wir halt als Freifunk München, wie gesagt, größere Community, uns treffen wollten und durch Corona halt nicht mehr persönlich, sondern halt nur noch virtuell. Und da haben wir uns überlegt, ja, wie können wir das realisieren? Haben dann mit Nextcloud ein bisschen experimentiert, sind dann bei Jitsi gelandet. Und nachdem die ersten Tests gut waren, haben wir uns dann die Gedanken gestellt, wollen wir es größer ausrollen? Und haben nach Leuten gefragt, die uns da helfen könnten. Freifunk verbindet an der Stelle. Wir haben recht gute Resonanz bekommen von vielen Leuten auch schon zu Beginn, sodass wir viele Ressourcen auch bekommen haben, auf Spendenbasis, wo uns dann Server zur Verfügung gestellt wurden. Und mittlerweile nutzen uns halt auch einige Schulen, aber nicht nur Schulen, auch sämtliche Gruppierungen darüber hinaus nutzen unsere Freifunk-Meet-Plattform. Auch zu Weihnachten wurden wir jetzt stark genutzt und das ist bei uns persönlich natürlich auch haben wir auch persönlich genutzt, einfach weil wir halt auch Personen hatten, die nicht in unsere Kreise kommen konnten, aber wir konnten Jitsi nutzen oder FFmeet nutzen und hier unten ist mal ein Graph abgebildet, wie viele an Heiligabend unsere Plattform genutzt haben. In der nächsten Folie sehen wir ein paar, na, das war der falsche Knopf, sehen wir ein paar Presseberichte, die wir mal selektiv herausgenommen haben. Der Bayerische Rundfunk hat von uns erzählt, Focus hat von uns erzählt, die Süddeutsche Zeitung hat sogar zwei Artikel von uns gehabt und mit dieser Bekanntheit auch durch die Presse kamen halt auch wieder Leute dazu, die unsere Plattform genutzt haben. Das führte im Endeffekt dann dazu, dass wir auch jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit einen Highscore von 2600 Knoten hatten, aber dazu gleich mehr. Wir hatten natürlich, wie jeder, der Jitsi aufbauen möchte, technische Schwierigkeiten, da sei einmal Nginx und Prosody erwähnt, die erst einmal auf Performance getrimmt werden mussten. Firefox hat uns einige Kopfschmerzen bereitet, sodass wir in einigen Stellen auch Nightly-Builds einsetzen mussten, um eine möglichst angenehme Plattform bereitzustellen. Was wir uns aber auch in Freifunk München, aber dann jetzt auch bei FFmeet als Ziel gesetzt haben, möglichst viel zu automatisieren. Heißt so viel wie, sollte uns die Plattform abrauchen, wie kommen wir möglichst schnell an ein funktionsfähiges Alternativsystem? Und da haben wir sehr viel automatisiert. Ist auch alles öffentlich einsehbar in einem öffentlichen Salt-Repo. Unten sieht man mal die Verteilung über das Jahr gesehen. So hatten wir gerade so im Frühjahr viele Nutzer, so bis 1700. Dann so im Sommer, da war es dann halt weniger, aber man sieht jetzt gerade die letzten Tage, letzte Zeit, wieder deutlich hochgegangen bis halt zu den 2600. Das ist jetzt interpoliert, deswegen sieht es nur so aus, als 1200 Leute, aber da war deutlich mehr auf der Plattform unterwegs. Also da ist halt Bedarf da, wo es halt genutzt wird. Hier nochmal ein Slide dazu, wie es halt wirklich angekommen ist. Das ist jetzt unser Highscore gewesen, jetzt glaube ich vom 18. Dezember. Das alles wäre nicht möglich gewesen, ohne die Unterstützer, die wir jetzt hier unten wenigstens auszugsweise mal nennen möchten. Auszugsweise deswegen, weil viele Leute es halt auch privat unterstützt haben an der Stelle da die einfach uns beiden, also Annika und mir, wir haben das hauptsächlich gewartet auf technischer Seite, aber uns wurde viel Arbeit abgenommen und an der Stelle sei das mal nicht unerwähnt. Diese, wie vorhin aber schon gesagt, FFmeet ist ein neues Projekt gewesen, das auch viel mit Kooperation extern zu tun hatte. Und dann hatten wir die Situation, dass der Freifunkverein, den wir halt hatten, etwas träge geworden ist, sodass wir da halt neue Initiative brauchten. Aber dazu würde ich dann vielleicht wieder zurück an Peter übergeben, der doch ein bisschen mehr vielleicht dazu sagen kann. Ja, gerne. Ja, ihr habt es vielleicht gesehen,
dieses Mietprojekt wurde so groß. Wir haben im Prinzip SLAs eingehalten für die ganzen Teilnehmer. Wir waren Tag und Nacht zugange. Wir haben versucht, das Ding wirklich zu skalieren, wo es nur geht. Wir haben mit den ganzen Partnern kooperiert. Und das war nicht das, was eigentlich so der Freie Netze München e.V. bisher so gemacht hat. Es passte einfach gar nicht rein. Es waren damals wichtige Elemente, um den Verein, also um Freifunk halt groß und bekannt zu machen in München. Aber das, was wir hier machen, ist was anderes. Wir brauchen eine saubere Einheit, um Verträge zu unterschreiben, Sponsoringverträge, um auch vielleicht Geld einzunehmen, Schenkungen einzunehmen und ein Konto einzurichten. Das heißt, da gab es viele, viele Dinge und ihr seht auch rechts unendlich viele neue Ideen, To-Do-Listen, eine ganze Menge Actions, die abzubilden waren. Viel Motivation ist auch entstanden im Team, weil eben das Ganze so gut ankam, dass wir den Verein komplett neu aufgestellt haben. Das haben wir dieses Jahr dann auch gemacht. Wir haben also Neuwahlen im Juli abgebildet. Wir haben den ganzen Vorstand neu aufgestellt und bedanken uns für die bisherigen Investitionen in Zeit und Aufwand. Aber jetzt haben wir uns einfach nochmal neu aufgestellt mit vielen, vielen guten Effekten, dass wir, glaube ich, ganz anders und viel aktiver und agiler jetzt auftreten können. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, weil wir möchten hier nicht aufhören. Wir wollen gerne weiter wachsen. Und wir haben jetzt so ein bisschen die Vereinsrahmenbedingungen dafür geschaffen, die das uns auch gut erlauben. Und ein Ding, was wir dann gleich gemacht haben, Annika, ich gebe mal an dich, war dann auch die ganze Backend-Infrastruktur für Freifunk selbst nochmal neu aufzubauen. Genau, ein großer Schritt, den wir dann quasi direkt angegangen sind, ist, wir wollten selber Provider werden, damit wir unabhängiger von den Rechenzentren werden und auch unseren Sponsoren quasi da ein bisschen die Sache erleichtern. Ein Sponsor muss nicht mehr Standort und Internet-Uplink und Abuse-Handling und was weiß ich alles auf einmal machen, sondern wir können jetzt Abuse-Handling wirklich selber über uns abwickeln, wirklich mit Vereinsressourcen, und kein Sponsor muss hier mehr zutage treten und seine Anwälte bemühen, sondern wir können das als Verein handeln. Dann können wir jetzt auch endlich, nachdem wir unser eigenes ASN haben, auch an Internet-Exchanges teilnehmen und auch da Peerings aufbauen mit den ganzen Großen. Das sind auch so schon quasi die Ziele dann für 2021, mit dass wir auch an die Internet-Exchanges gehen und da auch noch weiter das Netz ausbauen und noch ein bisschen unabhängiger von Providern quasi werden. Angefangen hat es, wir haben eben unser ASN bekommen. Dann sind wir, das alte Rechenzentrum hat auch von den Kapazitäten quasi nicht mehr gereicht. Deswegen haben wir dann quasi ein neues Rechenzentrum. Die Annexia war da sehr freundlich zu uns und hat uns aufgenommen in Wien. Wir haben da alles vorbereitet bei mir im Keller. Bei mir im Keller lief quasi 3 Wochen lang das neue AS schon mal im Testbetrieb. Und wir haben alles vorbereitet. Zu der Zeit haben wir, glaube ich, weiß nicht, Tag und Nacht mit SaltStack verbracht gefühlt, um alles wirklich aufzupolieren. Natürlich über die Zeit, die wir vorher das ganze Setup hatten, haben sich Altlasten angesammelt. Manche Sachen waren einfach zu kompliziert. Und wenn wir schon die Gelegenheit haben, alles neu aufzubauen, haben wir uns gesagt, na gut, dann machen wir es gleich richtig oder versuchen es zumindest gleich richtig zu machen, haben quasi eine Generalüberholung von unserer kompletten Infrastruktur gemacht und viel, viel vereinfacht. Wir haben VF weggelassen, was wir vorher hatten. Wir sind auf andere Tools, die uns immer wieder Probleme gemacht haben, gewechselt. IfUpDown 2 hatten wir viele Probleme mit unseren Interface-Files und sowas. Da sind wir auf SystemD, NetworkD gewechselt und ja, haben halt quasi einmal angefangen, alles aufzuräumen. Genau, und dann ging es los. Alles gepackt eines Morgens, alles eingepackt und los ging es nach Wien. Es war Gott sei Dank noch vor dem neuen Lockdown, haben wir es gerade noch so geschafft, alles nach Wien zu schaffen. Und bevor wieder groß Grenzquarantäne und was weiß ich alles passiert ist, haben wir es gerade noch alles eben über die Grenze geschafft und, und eingebaut. Und dann war es final soweit und wir waren endlich mit unserem eigenen ASN und eigenem IP-Space online. Das war wirklich ein großer Moment für uns, weil wir lange darauf hingearbeitet haben, dass wir uns das auch finanziell leisten können und eben auch manpower-technisch und Know-how-mäßig das alles hinhaut. Jetzt hatten wir haben das schöne neue Data Center, größere Uplinks, größere Maschinen, die mehr Power haben, die mehr Durchsatz leisten können. Ja, jetzt haben wir alles so schön migriert gehabt und irgendwie stieg der Traffic überhaupt nicht. Es war immer noch um die 700, 900 Mbit und es ging irgendwie nichts nach oben. Dann haben wir ein bisschen gesucht. Naja,
wir setzen wie viele Freifunk-Communities oder setzten wie viele Freifunk-Communities auf Fasti. Es ist halt ein Single-Core-Prozess, der skaliert nicht besonders gut. Und unsere Gateways waren eigentlich, obwohl sie ja mehr Traffic hätten schieben können, nicht in der Lage, mehr Traffic abzubilden. Und auch die Nodes selber konnten einfach nicht schneller Traffic machen. So ein 841er oder so ein Netgear ging halt nicht schneller als die 10 Mbit. Das wollten wir natürlich ändern. L2TP hätte für uns auch funktioniert, aber wir wollten die Encryption gerne beibehalten. Und wir haben vorher schon mit WireGuard viel experimentiert für andere Setups. Für zum Beispiel größere Unterkünfte hatten wir ein Setup konzipiert, was mit WireGuard und einfach darüber BGP funktioniert hat, um gar kein Batman mehr oder gar kein Fasti an der Stelle zu sprechen. Deswegen haben wir uns auch an der Stelle für WireGuard entschieden und viele Communities schauen ja immer wieder in Richtung WireGuard. Genau, wie gerade schon erwähnt, Fasti ist ein Single-Threaded User Space Prozess. Das ist halt generell für Netzwerkdaten nicht so schön und nicht wirklich schnell. WireGuard macht das Ganze im Kernel Space und Multithreaded, kann aber leider eben kein Layer 2 Protokoll transportieren, was halt Batman aber halt ist. Das ist das große Problem gewesen und deswegen gab es auch noch keine Lösung für Batman mit WireGuard zu dem Zeitpunkt irgendwie in Gluon oder sonstigen Freifunk-Communities, zumindest nicht in der Größe. Versuche gab es immer wieder. Wir haben uns dann dazu entschieden, damit wir nicht hunderte von Interfaces anlegen müssen, wie man zum Beispiel bei GAE machen müsste oder bei L2TP dann durch WireGuard, haben wir uns für VXLAN entschieden, weil das auf Gateway-Seite einfach nur ein Interface bedeutet und wir schmeißen die neuen Peers in die Forwarding-Table mit rein und es bleibt weiterhin ein Interface pro quasi pro bei uns Segment oder Domain ist es im Gluon-Sprech. Genau, wie sieht das Ganze im Moment aus? Unser Router steht da schön, das Gateway ist auch da. Darüber sprechen wir erstmal, bauen wir einen WireGuard-Tunnel auf. Durch diesen WireGuard-Tunnel wird dann VXLAN gesprochen und durch VXLAN wird dann Batman gesprochen. Und irgendwann kommen dann auch noch so ein bisschen Nutzdaten mit, so als Bonus. Genau, prinzipiell ist es schon oft eingepackt, das Ganze, und trotzdem bis zu 4-5 Mal schneller als mit Fasti. Was schon faszinierend ist, obwohl wir jetzt quasi zwei Enkapsulierungen haben oder eine auf jeden Fall mehr. Auf den Gateways sieht das Ganze dann so aus. Man sieht hier auf der einen Seite so einen Network-CTL-Status, wo man die ganzen Interfaces sieht. Wir haben Dummy-Interfaces einfach, um die MAC-Adressen zu pinnen. Für jedes Segment gibt es ein WireGuard-Interface, für jedes Segment gibt es ein Batman-Interface und für jedes Segment gibt es ein VXLAN-Interface und eine Bridge, wo dann schließlich das Routing passiert. Also es sind trotzdem einigermaßen viele Interfaces. Ich glaube, im Moment pro Gateway irgendwie 74 oder mehr. Ich glaube sogar mehr. Müsste man mal in der Netbox schauen. Aber wir schaffen es jetzt mit diesem Setup locker 1000 Nodes oder eben mehr oder alle Nodes, wenn es sein muss, auf einem einzigen Gateway abzufackeln mit 16 Cores. Das ist eine VM mit 16 Cores, jedes Gateway. Und das kann alleine alle Gateways handeln. Da passiert kein Packet Loss, da passiert nichts. Das macht es halt einfach. Die Load sieht immer fantastisch groß aus. Das ist aber auch deswegen, wenn Packet Loss auftritt und sowas. Packet Loss in dem Fall mit der Endpunkt ist nicht verbunden, aber der Key ist angelegt, wird es als Packet Loss gewertet und deswegen sieht die Load hoch aus, weil natürlich gewartet wird, ob jemand antwortet auf diesen Key. Deswegen schaut das immer ein bisschen dramatisch aus, aber in Wirklichkeit sind da noch genug Ressourcen, auch von der CPU, sind die 16 Cores so auf der Hälfte unterwegs. Um das alles zu machen, haben wir ziemlich viel Software geschrieben. Einmal gab es keine Integration in Systemd Network D für Batman. Nachdem uns das gestört hat und wir nicht wieder mit IfUpDown 2 oder IfUpDown irgendwie bauen wollten und auch sonst uns gedacht haben, mit Systemd Network D kann alles, der kann WireGuard Interfaces, der kann VXLAN, der kann Routen anlegen, der macht das alles genauso, wie wir wollen, nur kann er eben kein Batman. Dann kam How Hard Can It Be, es ist ja nur ein bisschen zäh, hat ja noch keiner von uns vorher gemacht. Also meine Kenntnisse gingen zu dem Zeitpunkt in C also nicht über ein Hello World hinaus. Jetzt ist der Pull Request accepted, also kann so schlecht nicht gewesen sein. Noch ein bisschen Feinschliff und der ist in der nächsten 248er drin. Dann, es gab gar keine Firmware-Integration.
zumindest nicht in der Form, wie wir sie haben wollten, mit VxLAN und Co. Haben wir uns auch dran gesetzt, haben wir auch soweit geschrieben. Ist noch nicht ganz polished, ist jetzt auch für unseren Zweck relativ noch festgeschrieben, aber wir arbeiten auch da zusammen mit Freifunk Darmstadt und Regensburg, dass das Ganze ein bisschen universeller wird und auch ein bisschen schöner. Im Moment ist es halt ein Bash-Skript, was die ganzen Aufgaben übernimmt. Ist ja auch noch ein bisschen Prototyp und das soll alles in Lua umgewandelt werden und auch wirklich in Gluon hoffentlich irgendwann fester Bestandteil sein. Genau, aber erstmal wollten wir demonstrieren, dass es überhaupt Sinn macht und dass das Ganze im großen Stil auch funktioniert. Dann gab es keinen Daemon, der irgendwie WireGuard-Keys akzeptiert. Der Unterschied zu FastDee ist ja, bei FastDee kann ich aus dem Git-Repo einfach mir diese Keys zum Beispiel geben lassen und die sind halt fest. Wir wollten aber wieder, wie wir es bei FastDee vorher auch hatten, akzeptier bitte jeden Key. Es geht aber bei WireGuard logischerweise nicht, weil ja ein Key-Paar und ein Allowed-IPs-Pärchen quasi festlegt, wer mit WireGuard reden darf. Das heißt, wir haben uns hingesetzt und haben einen Daemon dafür geschrieben, der diese Keys von den Nodes per HTTP-Request akzeptiert und dann die Gateways entsprechend programmiert. Wie funktioniert das genau? So ein WireGuard-Peer, also in dem Fall ein Node, macht eben wird kreiert durch den WG-Kick, so haben wir ihn genannt, WireGuard Key Exchange. Der legt diesen Peer eben an, wie man hier unten sieht. Der rechnet die Allowed IP entsprechend aus. Wir haben uns ausgedacht, dass wir ja unique diese /128er vergeben wollen zwischen dem Gateway und unserem Node. Die müssen ja unique sein, weil sonst funktioniert es nicht. Überlappende IP-Adressen sind da nicht erlaubt. Damit wir da nichts pflegen müssen und das möglichst unique funktioniert, haben wir uns gedacht, das ist doch ganz schön. So ein WireGuard-Key lässt sich perfekt in eine V6-Adresse inkodieren. Das heißt, jeder WireGuard-Key wird automatisch eine FE80-V6-Adresse und dieser wird die Allowed-IP und dieser wird auch dann der Eintrag für das VxLAN-Interface. Das heißt, wir sprechen dann VxLAN zwischen den zwei Nodes eben per diesem IP-Pärchen, was wir da ausgerechnet haben. Fürs Gateway ist es immer fest, ein Gateway hat seine IP und für den Node wird es eben dynamisch vom WG-Kix ausgerechnet und dann eingetragen. Und so sieht dieser WG-Kix quasi aus. Er ist unterteilt in zwei Komponenten quasi. Es gibt einmal den WG-Kix-Broker, der nimmt vom Node quasi per HTTP-Post den Key an und macht ein paar Checks, ist es ein valider WireGuard-Key, gibt es die Domain hinten dran, der geschickte, so ein Node schickt auch immer mit, in welche Domains will, ob in bei uns zum Beispiel Umland Süd, München City, ist auch immer dabei, der validiert, kenne ich diese Domain überhaupt, trägt das ein und schreibt das Ganze im Moment einfach per MQTT in den Mosquito. Das sind unsere Gateways dann drauf subscribed und warten quasi alle, kommt da ein neuer Key rein für ein neues Segment, dann kommt der WG-Kix Worker. Installiert daraufhin per Netlink, das ist übrigens alles Python, per PyNetlink installiert er dann den WireGuard hier, legt das VxLAN FDB-Entry an und ab da kann sich der Knoten quasi verbinden. Wir haben im Moment noch keine Komponente drin, die bestimmen kann, auf welchem Gateway quasi der Node landet. Der würfelt sich das selber, wir legen einfach strikt auf allen Gateways alle Nodes an. Im Moment, weil wir gesagt haben, bei zwei Gateways ist der Overhead jetzt noch nicht so groß, dass es irgendwie schlimm wäre, das zu tun. In Zukunft sollen da aber noch eventuell Health-Checks mit reinkommen, dass ich ein Gateway abmelden kann, dass das da gar nicht probieren braucht und eben so ein Feedback-Channel an das Node, dass man sagt, okay, du gehst auf Gateway 5, weil da ist gerade die wenigste Last. Es macht keinen Sinn, dass du auch auf Gateway 4 gehst, weil da ist gerade richtig Party. Ja, das ist so der Plan für die Zukunft an der Stelle. Aber im Moment ist es noch ein relativ einfaches Konstrukt. Wir haben uns da auch gesagt, erstmal lieber ein bisschen simpel bleiben und vielleicht noch nicht perfekt, anstatt es gleich komplett zu overengineeren und vielleicht funktioniert die ganze Idee hinten raus ja gar nicht, weil man weiß es nie. Vielleicht mag WireGuard keine 800 Peers auf einem Gateway. Wusste man ja nicht. Genau, natürlich sind wir auch auf ein paar Fehler gestoßen.
sieht man jetzt hier nicht so, aber es ging an Tag 2, glaube ich, als wir alle Nodes umgezogen hatten auf die Gateways oder beziehungsweise auf WireGuard, ging es los, dass wir irgendwie sehr, sehr, sehr viel Load hatten. Also so ein Gateway hat auf einmal angefangen, obwohl die CPUs nicht wirklich was getan haben, bei einer Load von 18 bis 32 zu hängen. Und das alles eigentlich nur für Waiting. Also man hat in den ganzen Kernel-Threads gesehen, wenn man Flank-Graphs erstellt hat, mit erwartet auf irgendwas. Wir haben dann gesehen, ja, er macht irgendwie die ganze Zeit einen Aufruf PSKB Expand Head. Das ist sein Aufruf, um eben mehr Socket-Buffer zu allokieren. Das heißt, irgendwo am Anfang der Kette von Batman nach VXLAN nach WireGuard, wenn Pakete zu den Nodes gingen, wurde am Anfang zu wenig Speicher allokiert und er musste bei jedem Übergang von Batman in VXLAn mehr Speicher allokieren, um noch den VXLAN-Header vorne dran zu packen. Das heißt, jedes Päckchen, was durch unseren Stack ging, wurde einmal umkopiert. Das ist natürlich nicht sonderlich schnell und überhaupt nicht effizient. Aus diesem Ganzen sind ungefähr, ich glaube, 4 Kernel-Bug-Fixes für Batman entstanden und 2 für VXLAN, die heute, glaube ich, auch in Backported gemerged wurden, soweit ich es auf der Mailingliste gesehen habe. Genau. Dass das jetzt richtig propagiert wird, dass jeder mitbekommt, mit übrigens danach kommt noch ein VXLAN, allokier vorne an der Kette bitte schon mal mehr Overhead, weil es kommt noch ein VXLAN, es kommt noch ein WireGuard und dann wollen wir es erst rausmachen. Gleichzeitig haben wir aber an der Stelle auch gearbeitet damit, dass man möglichst gar nicht mehr das volle Paket, die vollen 1500 Byte benutzen muss. Wir haben auch MSS Clamping angemacht, dass wir halt auf 1280 oder 1240er MSS runterklampen, damit die Pakete gar nicht mehr so groß werden, dass er auch gar nicht mehr fragmentieren muss und umkopieren muss. Ja, wir haben da auch einiges rumoptimiert. Auch da nochmal Dank an Freifunk Darmstadt, die da auch sehr interessiert mit dabei waren und sehr viel geholfen haben und vor allem auch an die Batman-Entwickler. Von einem der Batman-Entwickler stammt dann auch folgendes Zitat. Er hatte auch sehr viel Spaß bei der ganzen Aktion, als dann rauskam, dass die Performance irgendwie wirklich gar nicht so gut ist, wenn man das ständig umkopiert. Was haben wir dann im Endeffekt alles mit der Community getan? Wir haben immer geschaut, dass wir möglichst viel Feedback innerhalb der Community abholen. Wir haben alles im Freifunk-Forum gepostet, was wir tun. Wir waren viel im Batman IRC unterwegs. Wir haben uns viel mit Freifunk Darmstadt, Freifunk Regensburg ausgetauscht, haben da auch zusammen an den BG-Kicks gearbeitet. Wir haben alles Open Source gemacht. Wir haben auch geschaut, dass wir die Freifunk-Communities, die in Telegram sind oder sonst wo, auch immer wieder mit abholen und auch immer wieder Fragen beantworten, ob das überhaupt auch in deren Richtung geht. Genau. Und wir haben auch einen Blogartikel darüber nochmal geschrieben, da kann man nochmal genau, welche Kernel-Fixes denn notwendig waren. Und das steht da nochmal genau alles zusammengefasst drin, falls es jemand nachlesen will. Dann die eigentliche Frage, hat es jetzt eigentlich was gebracht, der ganze Aufwand? Genau, hier ein 841er. Wir waren so freundlich und haben auch alle 841er auf WireGuard portiert. Also wir haben wirklich alle unsere Nodes auf WireGuard migriert. Es gibt keins mehr, was, glaube ich, fast die spricht, außer mal kurz, um dann zu upgraden auf WireGuard. Und man sieht hier, der Anstieg ist doch relativ beachtlich. Er war vorher, konnte ja quasi im Durchschnitt nicht über 5 Mbit kommen und jetzt sind wir gut immer wieder in Peaks auf 20 und 15 im Durchschnitt. Also ich würde sagen, es hat sich doch deutlich gelohnt, die ganze Aktion. Und auch sehen wir bei Einzelnodes jetzt Durchsätze auf VMs von 400, 500 bis Gigabit ist möglich. Irgendwann ist natürlich das Gateway trotzdem mit CPU wieder am Anschlag. Aber da sind wir auch schon wieder dran. Irgendwie müssen wir das Batman zum Gateway noch wegbekommen. Wir wollen da vielleicht nur noch VXLAN sprechen, um die Layer 2 Informationen auszutauschen. Aber das wird ein Thema für 2021 werden. Und damit übergebe ich dann wieder an den Matthias, der auch noch über unsere anderen Services, die wir so nebenher noch am Laufen haben, ein bisschen berichtet. Ja, zu den anderen Services, gut, da sehen wir jetzt hier einen Graphen von DOT oder DNS
over TLS, wenn man das gut sehen kann. Wie wir in der Vergangenheit immer wieder schon gesagt haben oder auch einleitend gesagt wurde, wir stellen einen Service bereit, um verschlüsselte DNS-Abfragen umzusetzen. Und wie es sich nun mal gehört, man unterstützt möglichst viele Protokolle. Nee, wir haben einfach einen DNS-Dist ins Laufen, ans Leben gerufen, der DOT, also DNS over TLS, DNS over HTTPS und DNS-Crypt Anfragen beantworten kann. Grob, was ist das überhaupt? Gut, verschlüsseltes DNS. DOH wird vor allen Dingen zum Beispiel von Firefox, aber auch andere Browser nutzen oder verwenden das. Prinzipiell geht es darum, dass HTTP-Queries genutzt werden, um die Anfragen zu beantworten. DOT ist ein guter Kandidat, der in vielen kleineren Geräten eingesetzt wird, zum Beispiel den Fritzboxen. Und das führte einmal zu dem Graphen, den wir jetzt hier sehen. Diese Funktion ist von der CT benannt worden, also dass diese Möglichkeit gibt. Und hier unten der orangene oder auch der rote Graph, der zeigt, okay, dass so viele Anfragen bekommen wir pro Minute rein über dieses Protokoll. Und man sieht hier einen ganz starken Anstieg. Erst fragten wir uns, hey, was ist das wohl? Warum kommen plötzlich so viele DOT-Anfragen rein? Aber ja, als uns dann der Link irgendwann mal zugestellt wurde vom CT-Artikel, da war uns einiges doch klarer. Ja, und andere Dienste, die wir halt auch betreiben. Gut, wir haben den Chat, auf den man später nochmal eingehen könnte. Viele Anfragen können darüber gestellt werden. Den betreiben wir auch schon seit mehreren Jahren. GoodMeet wurde schon genannt. Aber DNS war halt eine der ersten Dinge, die wir auch nach Wien umgezogen haben zum Testen. Damit ist aber auch nicht alles vorbei. Wie schon ein paar Mal jetzt angedeutet wurde, wir denken weiter. Wir wollen da an dem Status nicht stehen bleiben, sondern denken weiter. Und so sind wir aktuell auch dabei, das nächste Rechenzentrum vorzubereiten. Wir haben einen Sponsor gefunden, der uns in München auch einen Standort zur Verfügung stellt, wo wir neue Server einbauen können. Und das ist aktuell in Planung und Umsetzung. Durch die Umsetzung in Wien haben wir einiges umstrukturiert, Dinge aufgeräumt und so weiter. Und ist direkt schon darauf ausgerichtet, das auf einen anderen Standort umsetzen zu können. Wir haben ein neues AS, wir haben einen IP-Adressbereich. Das haben wir bei uns in der Netbox halt gepflegt, die wir im Backend einsetzen. Und im Endeffekt der Rest der Config läuft automatisiert aus diesen Datenpools raus. Dass halt das Aufsetzen nicht mehr das Schwierige war. Das Schwierige ist eigentlich jetzt nur noch die Dienste gut zu verteilen, damit das, was wir halt haben, naja, nicht alles an einem Rechenzentrum hängt. Da haben wir einiges umgesetzt. Und das ist natürlich alles ins Salt Repo eingeflossen. Wir betreiben ein Public Repo, wo wir alle unsere Konfigurationen führen. Und jetzt seht ihr aktuell ein Video, wo man mal das letzte Jahr einfach sieht, wo wir Stellen angefasst haben. Stellenweise war es weniger, stellenweise ist dann ganz viel passiert, aber so viele Stellen haben wir halt alle angefasst, um das neue Rechenzentrum einzurichten, auch um das jetzt noch am entstehende Rechenzentrum einzurichten. Auch Jitsi ist dort abgelegt und das haben wir halt auch alles abgelegt. Und naja, wie man sieht, da ist doch sehr viel Aktivität gewesen und ich denke, es wird heute auch nicht aufhören. Auch die nächsten Tage werden wir da einiges umsetzen. Das alles geht natürlich nicht mehr ohne entsprechende Kommunikation. Es wurde schon gesagt, wir sind auf Communities zugegangen, um Fragen zu stellen, um gemeinsam an Problemen zu arbeiten. Aber wir haben natürlich auch Kanäle, wo Leute zu uns kommen können. Einer ist der Chat, wie gesagt, aber es gibt Themen, die man vielleicht nicht, wo man den Chat nicht benutzen möchte, zum Beispiel E-Mail benutzen möchte. Und da haben wir halt ein Ticketsystem. Und da haben wir in der letzten Zeit, also das Ticketsystem gibt es schon seit ein paar Tagen, haben wir
da einige Tickets beantwortet, ungefähr 1000 oder mehr als 1000, 2000 Tickets sind bearbeitet worden. Hier sieht man einen groben Überblick. Hier steht jetzt 1400 geschlossene Tickets, ist aber auch schon ein paar Tage jetzt her. Und die sämtliche Themen sind halt gruppiert worden. Hier haben wir an der Stelle auch Leute im Hintergrund, die gerade die Kommunikation übernehmen, sodass wir uns halt um die Technik kümmern können. Also ein großes Dank da an der Stelle, die Tickets für uns bearbeiten. Genau. Und an der Stelle übergebe ich dann mal an Peter, der noch ein bisschen mehr über Social Media Arbeit erzählen möchte. Ja, gerne. Ja, wir haben so viel Sichtbarkeit bekommen und ich glaube auch, damit Annika kommen wird, so ein bisschen den Rücken frei haben, macht es Sinn, dass wir alle in dem Community-Team mitarbeiten. Wir haben, wie wir gerade gehört haben, auch im Hintergrund wirklich viele, die uns helfen, das Ticketsystem zu bedienen, die ganzen Antworten auszugeben. Da kommen wirklich Anfragen aus allen Ecken und Enden. Wir freuen uns über jede konstruktive Kritik. Ihr seht da kommen interessante Sachen zutage. Da haben wir dann auch mal ganz negative Kritik, die wir aber sehr wohlwollend annehmen, bis sie dann gesperrt wird. Also da haben wir, glaube ich, viele interessante Sachen gesehen. Aber ich meine, zum Thema Feedback, wir haben ein paar Ausschnitte gesammelt und ich möchte mal an der Stelle ganz ausdrücklich im Namen von Freifunk München euch beiden absolut danken und vielleicht auch im Namen der gesamten Freifunk-Community. Was ihr da gemacht habt, ist wirklich großartig. Und das sehen viele draußen auch. Wir kriegen hier so schöne, tolle Antworten, wer alles auf der Plattform arbeitet, wer mit Meet arbeitet. Das Ganze wird auch teilweise genutzt, um zu zeigen, dass das anscheinend ja doch funktioniert. Warum klappt es denn jetzt irgendwo auf einer anderen Schulplattform nicht? Und kommt uns wirklich, freut uns wirklich sehr und wir beantworten jeden dieser Tweets, die reinkommen, jeden Post auf allen Kanälen und wollen auch daraus lernen, was sich noch zu verbessern geht. Und da kamen auch viele Sachen, wo man sich eben noch Features gewünscht hat, die wir dann auch wirklich beschleunigt dann eingebettet haben. Macht viel aus, macht, glaube ich, auch viel Spaß in so einer Community. Also für uns ist Freifunk München halt ein richtig großes Team geworden, wo wir einfach extrem viel Spaß haben dran an der Technik. Wir sind alle begeistert. Ich erinnere mich an Freifunk-Treffen, die wir gemacht haben in München, wo wir alle wirklich wasserstaunt geschaut haben, was ihr da gerade uns vorgestellt habt und was wir dann auch danach draußen wieder nutzen können. Soll nicht dabei bleiben. Ich hatte ja schon erwähnt, wir möchten gern weitermachen. Ich muss mal gucken. Genau, mit Verzögerung. Ja, wir wollen weiter wachsen, weil es geht ja nicht um die Technik. Wir möchten noch mehr Möglichkeiten umsetzen. Wir brauchen wir brauchen auch neue Mitglieder, die dann über Mitgliederbeitrag vielleicht uns auch finanzieren. Wir haben wirklich alles getan, um das möglichst günstig abzubilden, was wir hier tun. Trotzdem kostet das Geld. Anders als in anderen Bundesländern ist das bei uns nicht ganz so einfach. Wir haben nicht diese Töpfe. Wir machen es wirklich halt alles in Eigenregie. Und freuen uns halt über wirklich Teilnehmer und Mitglieder oder auch Sponsoren. Wir denken uns dann auch aus, was wir können. Also wir haben jetzt so das etwas andere Weihnachtsgeschenk mal formuliert. Wir haben eine ganze Palette Router gekauft und die alle vorkonfiguriert, so als Weihnachtsgeschenk, einfach mal statt irgendwie der Schokolade. Hat auch gut funktioniert. Wir haben wirklich viele, die bundesweit dann gesagt haben, oh, das ist eine coole Idee. Und gleichzeitig machen sie mit bei uns und ein kleiner Übertrag landet dann halt auch wieder bei uns in der Vereinskasse. Was uns sehr freut. Admins, ja, ich meine, ihr seht, was die beiden machen. Wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr haben, die Lust haben, auch wirklich als Admin mitzuwirken an der Infrastruktur. Das ist so großartige Technik geworden. Ich glaube, da kann man richtig Spaß haben und viel dran lernen. Also macht mit, werbt für uns oder kommt einfach in die Community. Wir sind ja gar nicht so regional beschränkt. Ich bin auch Hamburger und freue mich, dass ich das in München machen darf. Also wir wollen da keine regionale Beschränkung vornehmen. Ja. Hier auf dem Kongress RC3 haben wir einen Jitsi-Raum, also einen Mietraum eigentlich rund um die Uhr am Laufen. Da können wir auch gerne hinterher nochmal reingehen. Wenn wir jetzt mit den Fragen nicht durchkommen oder wir einfach noch ein bisschen in die Tiefe steigen wollen. Ich denke mal, Annika ist hochmotiviert, auch mal ein paar Sachen live zu zeigen, was gerade so läuft im Rechenzentrum. Also kommt ruhig rein hinterher. Den Chat hatten wir vorhin, glaube ich, im Link gar nicht gesehen. Den nutzen wirklich inzwischen viele auch für die Mietplattform, auch um sich da jetzt, sag mal, über die Community-Grenzen hinweg auszutauschen. Wir haben das Ganze dokumentiert. Wir haben eine riesengroße Knowledge Base jetzt im Wiki angelegt, auch um mal zu zeigen, wie wir die neuen WireGuard-Funktionen nutzen für neue Offloader. Und wir haben jetzt gerade frischen Artikel drin, so ein Raspberry Pi über Ansible durchzudeployen als WireGuard-Gateway oder Offloader. Also schöne Sachen, wo wir auch viel gute Sachen, glaube ich, noch mit einbringen können. Ja,
Und dann nochmal so ein paar Links der Vollständigkeit halber, wo wir sind, wo ihr uns findet. Und die sind dann drin im genau jetzt im Vortrag. Ich denke mal dann später im Handout auch, kann man anklicken. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr über, ja, wie gesagt, Mitstreiter, Kritik, Anregungen und auch Erfahrungen, was wir noch machen können. Da sind wir, glaube ich, ganz offen für neue Ideen. Und dann gebe ich mal wieder zurück an die Regie und guck mal, ob ein paar Fragen reingekommen sind. Vielleicht gibt es ja jetzt konkret was, was wir beantworten. Ja, nochmal von meiner Seite vielen Dank. Auch denke ich, spreche ich für die Community, auch an dich, Peter, weil das, was du machst, ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Leider hatten wir ein Audioproblem mit media.cc.de, weswegen noch, also irgendwie ist das Audio mittendrin abgebrochen, weswegen wir noch keine Fragen bekommen haben. Auf Twitch läuft das allerdings und das Recording ist davon unangetastet, also keine Angst. Was ich noch hinzufügen will, auch aus persönlicher Sicht, ich selber bin auch Administrator vom Herzen und war auch lange Zeit in Communities aktiv und das, was gesagt wurde, kann ich nur unterstützen. Leute, meldet euch und wenn ihr da euch noch nicht rantraut, ihr habt gehört, da war ein Hello, der Anfang davon war ein Hello World und am Ende war es ein Systemd-Commit. Also das Freifunk verzeiht da viel. Ihr macht das ja, ihr würdet das ja auch freiwillig machen. Also ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie viel ihr da auch gemacht habt und was dafür notwendig war. Das wusste ich alles gar nicht. Ja, das VOG, höre ich gerade, ist komplett offline, weil da wieder ein DDoS läuft. Schöne Sache. Gut. Genau, wusste ich alles gar nicht. Und wie lange hat es eigentlich gedauert von, man müsste mal da was für ein Systemd, Networkd, Modul für Batman schreiben, bis es tatsächlich accepted wurde? Wie lange war da der Zeitraum? Also natürlich auch, weil man arbeitet ja nicht 24/7 dran und fokussiert. Mhm. Aber ich würde sagen, 4 Monate war so der Zeitraum von Planung und erstmal überhaupt verstehen, wie das alles funktioniert in System. Mhm. Ich meine, es war jetzt natürlich auch nicht das anfängerfreundlichste Projekt, da einzusteigen. Aber ich möchte an der Sache auch betonen, dass Pöttering und alle vom Systemd-Team wirklich super, super nett und hilfreich waren. Die haben sich sehr, sehr viel Zeit genommen. Ich glaube, sie haben 140 oder 180 Kommentare geschrieben, zu wie man es besser machen kann, mit wirklich super Vorschlägen, auch wie man es macht. Also auch immer Erklärungen mit, warum das jetzt nicht toll ist und nicht einfach abgelehnt oder so. Also es war eine steile Lernkurve, aber auch durch das, dass da so viel Unterstützung auch von Systemd selber kam, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Sehr, es freut einen zu hören, dass die Community da da auch geholfen hat. Das ist schön, wenn man so und von euch, glaube ich, kann man auch eine Sache lernen, die Communities helfen sich auch gerne gegenseitig. Also wenn ihr eine Community seid und Hilfe braucht, fragt einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts zurückkommt. Ja. Genau. Was war jetzt mal euer persönliches Highlight? Fangen wir mal bei dir an, Peter. Was war für dich das Highlight des Jahres 2020? Also für mich war es die Meet-Plattform, als wir gemerkt haben, dass die wirklich gebraucht wird und wir halt über Nacht Server skalieren mussten. Aus allen Ecken und Enden haben wir Sachen rekrutiert, haben schnell was aufgebaut und noch 3-4 Server deployed und sofort hat sich so umgesprochen, was wir gar nicht erwähnt haben. Wir haben die Dokumentation, die Anleitung, ich glaube, in 6 Sprachen übersetzt. Mhm. Wir haben von überall Hilfe bekommen. Also da ist, glaube ich, was haben wir denn dabei? Portugiesisch, Griechisch, natürlich Italienisch, Englisch, Spanisch, Französisch, also alles drin. Und die hat immer nachgeführt. Was du auch gar nicht erwähnt hast, Annika, wir haben ja noch die eigene App entwickelt, um am Anfang diesen Firefox-Problem ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und das hat so viel gute Resonanz gebracht, dass wir auch ein bisschen Pressearbeit gemacht haben und die wurde sehr dankbar aufgenommen. Und man kriegt ja wirklich, wie soll ich sagen, wenn ich in München sage, ich bin von Freifunk, gibt es ein Bier umsonst, freut sich jeder, den man kennt uns inzwischen auf der Straße und das finde ich auch cool. Das, ja. ja, für dich, Annika? Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, am meisten halt das Herz aufgehen lassen hat die ganze Meet-Geschichte. Einfach auch, wenn dann auch irgendwo Stories zurückkamen oder wirklich
E-Mails teilweise von Lehrern oder Lehrerinnen, die uns geschickt haben mit, ach, vielen Dank, dank euch kann ich wenigstens das Nötigste an Unterricht machen. Und eine Lehrerin hat sich besonders engagiert, die hat sogar YouTube-Tutorials für Freifunk mitgemacht, mit wie das mit Schülerinnen und Schülern funktioniert, wie man das benutzen kann. Und das sind auch diese Bilder manchmal auf Twitter, wo Kinder vor dem Meet sitzen und was lernen und begeistert sind. Das war schon so oder ist das Highlight. Technisch natürlich WireGuard, aber sage ich mal, vom Sozialen her ist es eindeutig Meet. Ja, und Matthias, was würdest du als dein Highlight des Jahres 2020 mitnehmen? Also Meet ist ja schon ein paar Mal genannt worden. Ich weiß gar nicht, ob ich das Highlight irgendwie eingrenzen kann. Ich meine, es gab so viele kleine Highlights zwischendurch. Einige davon haben wir vielleicht schon wieder, ja, lang mittlerweile in Vergessenheit. Ich meine, Meet ist mittlerweile seit knapp einem Jahr sogar schon fast und live mit einer Downtime, die sich doch sehen lassen kann. Und es ist durchaus schon in gewisser Weise eine Situation, die uns schon ein bisschen stolz macht, dass es halt so einwandfrei auch funktioniert. Wir haben da gute Partner, sage ich jetzt einfach mal, die uns damit entsprechende Hardware zur Verfügung stellen. Aber ich möchte an der Stelle auch vielleicht mal den Fokus auf die Unterstützungsbereitschaft auch darüber hinaus mal erwähnen. Ich meine, wir sind jetzt dabei, zwei neue Rechenzentren einzurichten und da bekommen wir auch viel Unterstützung auf der einen Seite von den Rechenzentrumsbetreibern. Sie kommen uns doch schon sehr stark entgegen und das ist, also wenn ich das halt mit Business vergleiche, und das ist halt schon eine ganz andere Situation und das überrascht mich halt immer wieder, wie offenherzig da auch Leute sind, uns da an der Stelle zu unterstützen. Und ich glaube einfach, die Summe der verschiedensten Teile führen aber immer wieder dazu zurück, dass halt die Masse trägt es und das zeigt sich halt an verschiedenen Teilen. Vielleicht kann man das so ein bisschen als Highlight einfach so zeigen, so ein Riesennetz irgendwie zu betreiben, auch mit dem Team irgendwie. Cool. Das ist schon auf jeden Fall cool, mit dabei zu sein. Jetzt mal, es ist tatsächlich eine Frage reingekommen, weil ich schiebe noch mal eine klitzekleine Frage von mir dazwischen. Was ist euer Traffic Peak, also im Netz, so Größenordnung? Also das kommt jetzt ganz drauf an, von was wir reden, wenn wir von... Reden wir mal von sinnvollen Traffic. Plattformen sind ja insofern getrennt. Ja. Unser Peak für Freifunk München, also wirklich das Wi-Fi und was da jetzt alles läuft, da sehen wir immer wieder Peaks bis 1,4 Gigabit im Moment. Mhm. Also mehr Bandbreite verursachen, das ist immer noch eindeutig zu wenig. Also kein Kongress ohne Use More Bandwidth. Genau. Bei Meet ist es natürlich teilweise deutlich mehr, sind aber auch mehr VRMs. Wir hatten da, zu den großen Zeiten, wo wirklich jeder einfach noch Video angemacht hat, weil am Anfang brauchte jeder noch Video. Mittlerweile haben sehr viele Schulklassen auch verstanden, dass vielleicht nicht jeder immer Video anmachen muss. Das waren schon so 3-4 Gigabit, die dann da flossen, nur für Videotraffic, was wir doch relativ viel fanden. Wir haben leider vergessen, für diesen Vortrag mal wieder alle Zahlen zusammenzutragen. Wir hatten ja am Anfang des Jahres mal diesen Vortrag gemacht, mit wie viel Petabyte wir jetzt an Videotraffic durch die Gegend kutschiert haben. Vielleicht holen wir das so als Jahresendtweet nochmal nach. Das ist doch immer faszinierend, auch für uns, mit wie viel da eigentlich so durch die Gegend geschaufelt wird. Cool. So, dann komme ich auch gleich zu der einen Frage, die es dann doch zu uns geschafft hat. Und zwar, glaube ich, denke ich, Annika, ist das eher eine Frage für dich, würde ich jetzt mal tippen. Und zwar würde den oder die Fragende interessieren, ob man überlegt hat, alles etwas simpler aufzubauen. Zum Beispiel GRE-WireGuard und Layer-3-Routing, anstatt diesen ewig langen Stack zu benutzen. Für uns ist dieser Stack einfacher, weil er am wenigsten ändert. Das klingt erstmal komisch, ist aber so. Aber das ganze Netz von Freifunk München basiert historisch auf Batman. Damit kennen wir uns aus. Das ist, sage ich mal, ein Stack, den wir kennen. Und die eigentliche Änderung war ja nur VXLAN und WireGuard. Mhm.
Aber das Ganze hinten raus, mit wie die Karte funktioniert, wie die Nodes meshen, wie das ganze Meshing-Protokoll funktioniert, hat sich nicht geändert. Unser Ziel bei dieser ganzen Geschichte war jetzt eben erstmal, wir machen es uns so einfach. Wenn man auf die Historie von dem Jahr kommt, einfach, aber das ganze Netz jetzt auch noch auf Routing umzustellen und vielleicht vorher IP-Adressbereiche auszumachen, die geroutet werden und Babel auszuprobieren zum Beispiel oder wirklich das ganze Netz von Grund auf, wie es funktioniert, umzubauen. Das erschien uns einfach für viel zu viel Arbeit und auch nicht durchführbar. Wir machen es gerne, dass wir eine Komponente, gut, in dem Fall sind es zwei, aber die eine sind, ändern, dann weiter gucken, was können wir jetzt noch verbessern. Der nächste Schritt ist eben, diese Batman-Domains kleiner zu bekommen, indem wir gar kein Batman mehr an bestimmten Stellen sprechen und da vielleicht dann im nächsten Schritt dann wieder auf Routing gehen. Okay. Aber wir haben auch, glaube ich, keine Nodes verloren bei dem ganzen Umstellen. Das ist halt wichtig. Vielleicht sei an der Stelle auch nochmal angemerkt, wir haben ja einiges, wir haben viel aufgeräumt, als wir die Gateways vorbereitet haben für Wien in München. Also die alten Gateways, sage ich mal, die haben noch VRFs eingesetzt, also Virtual Routing Functions. Und es ist halt, das verkompliziert den Stack halt doch einiges. Und so haben wir jetzt halt schon einiges vereinfacht. Wir haben alles, wie ich schon ein paar Mal erwähnt, in Salt dokumentiert, wie halt was aufgebaut ist. Und wir hoffen, dass das halt nachvollziehbar ist, auch wenn Leute halt dazukommen. Das war vorher auf jeden Fall doch schwieriger. Und so ist es halt, wie Annika jetzt auch schon sagte, ein Weg in Richtung einfacher werdend. Wir müssen aber gucken, dass wir halt nicht zu viele Knoten im Hirn verursachen, um das doch noch warten zu können. Alles gut. Gut, dann denke ich, war es das soweit. Ein Hinweis ich möchte mich herzlich... Wir haben noch ein paar Router da als Geschenke. Ja, die sind noch nicht weg. Also wir haben noch ein paar Router da als noch Geschenke. Auch drin. Nein, nicht als Geschenk, sondern als Weihnachtsgeschenk-Router. Okay, ich verstehe. Ostern. Genau, ist das dokumentiert auf der Seite. Also falls ihr es verpeilt habt, dass Weihnachten ist, weil, ups, ist schon Kongress, da war doch was dazwischen, zwischen Arbeit und Kongress. Es liegen noch ein paar Router da bei Freifunk München, die gerne ein neues Zuhause haben. Oder wenn ihr vielleicht selber jetzt feststellt, oh, ich hätte jetzt auch gerne Freifunk München zu Hause. Man kann sich auch ein Geschenk an sich selber machen. Das verbietet einem keiner. Genau. Gut, noch ein bisschen Werbung hinten dran klatscht, aber das ist vollkommen egal. Im eigenen. Alles gut. Dann möchte ich mich herzlich bei euch dreien bedanken. Einerseits dafür, dass ihr hier wart. Andererseits auch im Namen der Community, dass ihr eure Arbeit macht, die ihr macht, weil das ist echt ein Stück. Und ich persönlich habe es miterlebt, wie viele Münchner Gruppen, ich habe mal selber in München gelebt, wie viele Münchner Gruppen, Vereinsgruppen auf Freifunk, auf Meet gewechselt sind und auch sehr, sehr dankbar darum sind. Ich glaube, ich kann diese Dankbarkeit weitertragen. Ich bin gespannt, was ihr 2021 macht und darüber hinaus. Und wie ihr schon auf den Folien gesehen habt, ihr findet auch andere Freifunker natürlich auf dem 24/7 Jitsi-Raum im Chat und die Dokumentation entsprechend im Wiki. Dann zurück an die Regie. Danke dir. Danke euch.